herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute habe ich mal wieder einen Sinsei Haul für euch, denn der letzte kam richtig gut bei euch an und ich wollte auch nochmal dort bestellen. Deswegen habe ich das alles gleich miteinander verbunden und dachte mir, ich drehe jetzt gleich ein Video dazu. Und ja, ich habe wieder eine volle Tüte hier von Sinsei und werde jetzt einfach alles rausziehen und es euch zeigen. Und ja, Sinsei ist eine polnische Marke oder ein polnischer Laden. Also in Polen gibt es auf jeden Fall Geschäfte davon und jetzt gibt es mittlerweile auch schon einen Online-Shop. Genau. Und ja, jetzt zeige ich euch die Sachen und die Sachen sind alle relativ günstig. Es erinnert mich immer noch so ein bisschen an Primark und ja, es ist so Primark-Qualität, sage ich mal. Und ja, ich ziehe einfach aus meiner großen fetten Tüte raus und zeige euch die Sachen. Und weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Und zwar habe ich mir nochmal neue Socken bestellt und zwar von den Powerpuff Girls. Denn beim letzten Mal hatte ich auch schon Socken und die hatten aber nochmal andere. Und zwar ist ja auch nochmal jedes Powerpuff Girl drauf und in verschiedenen Farben. Und die haben gekostet 4,49 Euro. Dann habe ich mir nochmal richtig süße Hausschuhe bestellt. Und zwar sehen die so hier aus. Ich glaube so rum. Und ja, ich weiß gar nicht, was das richtig ist. Eine Katze, glaube ich. Aber irgendwie eine Meerjungfrau-Katze. Keine Ahnung. Und ja, die sehen auch richtig, richtig süß aus. So sehen die aus. Und die haben gekostet 6,99 Euro und finde ich auch mega cute. Dann habe ich mir Kopfhörer bestellt, von denen ich natürlich nicht viel erwartet habe, weil die haben nur 2,99 Euro gekostet. Aber sie sehen so unfassbar süß aus. So sehen die aus. Mega, mega süß. Und ja, die haben natürlich kein sehr guten Klang, auch nicht so wirklich guten Klang, aber mein Gott, für 3 Euro kann man da glaube ich nichts verkehrt machen. Ja, für zu Hause gehen die auch mal klar, außerdem fand ich sie so süß. Sie haben auch in ganz vielen anderen verschiedenen Varianten diese Kopfhörer. Übrigens habe ich eigentlich fast alles im Sale gekauft, da ist gerade alles runtergesetzt, aber da stehen noch die normalen Preise drauf, deswegen bin ich mir nicht so ganz sicher, was davon jetzt eigentlich im Sale war. Das weiß ich nämlich nicht mehr. Aber ihr seht das ja auf der Seite. Dann habe ich mir noch einen Beutel geholt. Und zwar habe ich ja in meinem letzten Sinsei Haul von den Powerpuff Girls 2 Beutel gehabt. Und mir fehlte noch der dritte. Und das ist dieser hier. Der ist in Pink mit diesem Powerpuff Girl drauf. Finde ich auch mega cute. Und der hat gekostet 6,99 Euro. Finde ich auch mega cool. Dann habe ich mir eine Lichterkette bestellt. Und zwar die Light Up Light Yellow Lights und ja, das ist für 4,49 Euro einfach eine Lichterkette und diese Lichter sehen halt quasi aus wie Glühbirnen. Fokussiert er denn? Sehen halt aus wie Glühbirnen und das wollte ich mir halt an meinen Schminktisch machen, weil ich das so cool finde. Und ja, so sieht das aus. Und werde ich dann mal testen, dass auch alles funktioniert. So, und dann kommen wir jetzt zu Klamottenteilen. Und zwar habe ich mir nochmal einen Schlafanzug bestellt. Auch von den Powerpuff Girls. Hier ist sehr viel von den Powerpuff Girls dabei. Es tut mir leid. Aber ja, und zwar ist das ein Set bestehend aus T-Shirt und kurzer Hose. Und zwar hat das gekostet 12,99 Euro. Ich glaube aber, das war günstiger. Und zwar ist das einmal, wow, die T-Shirt sieht ja riesig aus. So sieht das T-Shirt aus, das ist auch ein bisschen höher geschnitten, ein bisschen kürzer. Und die Hose dazu ist einfach ganz schlicht grau, schwarz, nicht grau. Und hat halt bloß die drei bunten Farben von den Powerpuff Girls. Ja, ist vorne nichts drauf, so sieht das aus. Sehr, sehr cool. Und dann habe ich noch einen Schlafanzug, aber da ging es mir eigentlich hauptsächlich um die Hose, weil die Hose kann ich auch so anziehen und das T-Shirt eigentlich auch. Und zwar ist es eine lange Hose und ein kurzes T-Shirt. Ist auch wieder ein Set, was zusammengehört. Hat gekostet 17,99 €, war glaube ich aber auch runtergesetzt. Und zwar ist das einmal dieses T-Shirt hier. Hier steht drauf Saving the World Before Bedtime. Mega süß. Und ja, so sieht das aus. Und die Hose passt hoffentlich auch.
Die Hose sieht so hier aus, ist einfach ganz schlicht schwarz und dann steht an der Seite auch nochmal Saving the World Before Bedtime, steht dann auch nochmal dort. Sehr, sehr cool und ja, musste auch mit. Dann habe ich mir noch eine schwarze High-Waisted Hose bestellt, die aber leider zu klein ist, obwohl ich sie eine Größe größer bestellt habe, weil ich nämlich nicht so ganz schlüssig war, welche Größen ich bestellen sollte. Ich muss nochmal schauen und zwar ist das diese schwarze High-Waisted Hose. Die hat gekostet 14,99 und die hat nochmal an den Knien, ist die hier nochmal ausgeschnitten. Kann man das überhaupt sehen? Ich glaube, das kann man gar nicht wirklich sehen. Doch so vielleicht. Die ist da nochmal ausgeschnitten und ist halt high-waisted, aber wie gesagt, passt leider nicht wirklich. Ich kriege sie da zwar zu, aber ich glaube, danach kriege ich immer keine Luft mehr. Und ja, so sieht die aus. Und zum Schluss kommen wir noch zu einer coolen Jacke. Und zwar wollte ich immer schon mal eine Jeansjacke haben, aber irgendwie standen die mir nie oder sahen irgendwie doof aus oder wie auch immer. Aber jetzt habe ich eine gefunden, die halt quasi aussieht, als würde man einen Hoodie oder sowas drunter tragen. Und zwar ist das diese Jeansjacke hier. So sieht die aus. Es ist eigentlich erstmal eine ganz normale Jeansjacke. Es ist auch nichts drauf, aber sie hat eine Kapuze, eine schwarze Stoffkapuze, die halt aussieht, als würde man irgendwie ein Hoodie oder sowas drunter anziehen. Und noch diese pinken Bänder. Die Kapuze kann man aber auch abmachen, wenn man es möchte. Und ja, die finde ich mega cool. Die sieht auch richtig, richtig cool aus. Und die hat gekostet 24,99. Und ja, das war mein kleiner Sinsei Haul. Denn ich, wie gesagt, ich wollte nochmal unbedingt dort bestellen. Ich muss nochmal gucken, aber ich habe nichts vergessen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und ich hoffe, ihr lasst meinen Daumen nach oben da, wenn es euch denn gefallen hat. Meine Social Media Seiten findet ihr wie immer in der Infobox und am Ende des Videos. Und ich verlinke euch natürlich Sinsei in der Infobox, damit ihr dort einfach mal vorbeischauen könnt. Und vielleicht findet ihr ja auch was für euch. Und ja, um nichts mehr zu verpassen, müsst ihr einfach auf den roten Abonnieren-Button drücken. Und dann bin ich immer in eurer Abo-Box. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns zu meinem nächsten Video wieder hier auf meinem Kanal. Und bis dahin wünsche ich euch eine wunderschöne Zeit und sagt tschüss.